also es war eine absolut ereignisreiche Saison mit der Heim-WM als Höhepunkt, aber eben auch dieser Gesamtweltcup. Das war von Anfang an das große Ziel. Der Markus und ich, wir haben alles darauf ausgerichtet, dass das klappt heuer. Und ja, es sind einige Höhen und Tiefen passiert, aber alles in allem jetzt mit dem Gesamtweltcup sowieso, aber auch mit den beiden Bronzemedaillen bei der Heim-WM, glaube ich, kann ich auf eine sehr erfolgreiche und schöne Saison zurückblicken. Die Pause ist nicht allzu lang. Also aufgrund der sehr anstrengenden Saison, die wirklich viele Kräfte gekostet hat, werde ich jetzt die Ski erstmal in die Ecke stellen. Es steht jetzt die Hochzeit an. Das bedarf natürlich auch einiger Organisation. Man muss noch viele Dinge abklären und organisieren, dass das dann wirklich ein perfekter Tag wird für uns. Ansonsten ist die Pause, wie gesagt, nicht allzu lang. Wir gehen nach der Hochzeit auf Hochzeitsreise, Flitterwochen. 2 Wochen wird das beanspruchen und dann geht es auch schon wieder los. Nach der Saison ist vor der Saison. Anfang Mai beginnt das Vorbereitungstraining. Da geht es dann wieder bei Null los. Harte Konditionsarbeit tagtäglich. Und ja, so schnell wie die Zeit vergeht, können wir uns schon wieder auf nächste Saison freuen.